Ich begrüße Sie zu einer weiteren KI-Lecture Lernen und Bildung mit KI auf dem KI-Campus. Die KI-Lecture wird aufgezeichnet, beziehungsweise der Vortrag wird aufgezeichnet, die anschließende Diskussion nicht. Sie haben die Möglichkeit, während des Vortrags, während der Lecture, Ihre Fragen, Anregungen, Impulse in den Chat zu schreiben. Und diese Fragen, Anmerkungen und so weiter würde ich dann im Anschluss an den Vortrag aufgreifen und dann diskutieren. Es ist ja schon eine besondere Lecture, denn es geht heute weniger um einen Fachvortrag als um die Vorstellung einer wissenschaftlichen Community, die sich mit KI in der Hochschullehre beschäftigt. Und dazu möchte ich Ihnen zunächst gerne die beiden Referentinnen vorstellen. Silke Wrede war Motopädin und hat vor ihrer wissenschaftlichen Karriere eine offene Ganztagsschule pädagogisch geleitet. Dann hat sie den Bachelor Bildungswissenschaft an der Fernuniversität in Hagen studiert und schließt auch bald den Master Bildung und Medien E-Education ab. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in meinem Lehrgebiet Bildungstheorie und Medienpädagogik und war Mitorganisatorin unseres Mobile Learning Days 2013, 14, 15, 17, 18. Sie hat das EAEDO Research Lab im Forschungsschwerpunkt D2L2 an der Fernuni mit aufgebaut und ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin im Initialprojekt. Ihre Expertise liegt in der Domänenmodellierung im sozialwissenschaftlichen Kontext und in der Entwicklung eines Expertensystems zur Unterstützung forschenden Lernens. Sie hat zudem Expertise in der Modellierung eines Didaktikmodells aus bildungswissenschaftlicher Perspektive, genauso wie Expertise in der beim didaktischen Einsatz von Recommender-Systemen. Und sie ist Mitinitiatorin des KI Expert Labs Hochschullehre, das im November 2020 ins Leben gerufen wurde und wovon wir eben gleich noch ganz viel hören. Heike Karoli hat ebenfalls den Bachelor Bildungswissenschaft und den Master Bildung und Medien E-Education an der Fernuni in Hagen studiert und ist seit 2015 in meinem Lehrgebiet wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie war zuvor bei der Vodafone GmbH für den Relaunch des Trainingsportfolios im Bereich Soft Skills zuständig. Zudem war sie im Bereich Bildungsforschung als Testleiterin für Bildungsstudien beim Data Processing and Research Center Hamburg mehrere Jahre tätig. Im Forschungsprojekt APLE, Adaptive Personalisierte Lernumgebung, des Forschungsschwerpunkts D2L2 an der Fernuni, ist sie maßgeblich an der Entwicklung, Umsetzung und Forschung zur Selbstregulationskompetenz in einer adaptiven Lernumgebung beteiligt. Außerdem forscht sie im BMBF-Verbundprojekt LAMAS et DELEA zu Faktoren des Studienerfolgs und Studienabbruchs in digitalen Lernformaten und zu selbstreguliertem Lernen. Und das ist auch einer ihrer Arbeitsschwerpunkte. Aber weitere Forschungsinteressen sind der Einsatz von Bildungstechnologien in Lern-Lernprozessen, Self-Assessments und Feedback-Gestaltung, aber auch didaktische Szenarien für Learning Analytics und KI und eben auch ethische Aspekte für den Einsatz von Learning Analytics und künstliche Intelligenz in Bildungskontexten gehören zu ihren Schwerpunkten. Auch sie ist maßgeblich am Aufbau des KI Expert Labs Hochschullehre beteiligt. Der dritte im Bunde, Stefan Göllner, Innovationsmanager beim Stifterverband und im Rahmen des KI Campus zuständig für den Aufbau der KI Expert Labs, kann leider heute nicht anwesend sein, aber er wird eben sehr gut durch Heike Karoli und Silke Wrede vertreten, an die ich jetzt gerne übergeben möchte. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, herzlichen Dank, Frau de Witt. Dann werde ich anfangen, meinen Bildschirm zu teilen.
So, ich hoffe, das kann nun jeder gut sehen. Und ich bedanke mich für die Einladung hier heute und auch für die nette Einführung von meiner Chefin Frau De Witt. Herzlichen Dank dafür. Wir haben heute einiges an Programmen. Es geht heute darum, bei dieser KI Lectures darum, das KI Expert Lab Hochschullehre vorzustellen. Und und dieses als Teil des KI Campus auch so ein bisschen zu verorten. Der KI Campus ist ja nicht nur eine Lernplattform oder mit seinem ganzen Angebot an Lehr-Lernangeboten im Video-, Podcast-Format oder all der Kurse, die man auf dieser Lernplattform findet. Der KI Campus ist ja auch viel mehr, sondern der ist ja auch Ort für eine Community zu KI in allen möglichen Bereichen, also nicht nur im Bereich der Hochschullehre, und bietet unter anderem ja auch Wettbewerbe und Fellowships an, neben den KI Expert Labs, um diese Community auch am Leben zu erhalten und wirksam zu machen. Ja, heute geht es bei uns in der Präsentation aber nicht um den KI Campus, sondern eben halt um dieses KI Expert Lab Hochschullehre und unsere Arbeit, die wir dort bislang geleistet haben. Damit stellen wir halt auch unsere 5 Herzstücke, unsere 5 Arbeitsgruppen vor. Das ist die Arbeitsgruppe Ethik, die Arbeitsgruppe KI und wissenschaftliches Schreiben. Dann hat sich wirklich mit der Anwendung von und dem Lernen mit KI befasst. Das ist dann die Arbeitsgruppe KI-Projekte und der KI-Playground. Ja, und abschließend würden wir Sie dann gerne zu einer kleinen Diskussion mit uns einladen. Und ich freue mich, möchte das gerade schon anmerken, ich habe schon gesehen, Frau Wessels ist auch anwesend. Ich werde zwar Ihre Arbeitsgruppe vorstellen, aber dann im späteren Verlauf können Sie sich ja an Frau Wessels gerne selber nochmal Fragen richten. Und damit starten wir auch für heute in die KI Experts Labs am KI Campus. Ja, ich habe ja schon so ein bisschen erwähnt, die KI Expert Labs sind nur ein Teil des KI Campus, aber sie bilden vor allen Dingen ein Ort für Do- und Think-Tanks zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Inhalte der Angebote im KI Campus. Das heißt also, hier geht es nicht nur darum, KI zu denken, sondern gleichsam wird das Angebotsgefüge des KI Campus durch diese Think-Tanks, Do- und Think-Tanks mitgestaltet. Ja, zum einen gibt es dort die methodischen Innovationshubs, die durch den Transfer von Expertise und Methodenwissen leben. Es gibt Fachleute, die sich in Experten-Tools, in fachbezogenen Tools da miteinander austauschen können und die sich so auch in die Weiterentwicklung des KI Campus mit einbringen können. Ja, Plattformen bildet der KI Campus bzw. die KI Expert Labs dann natürlich auch für den Dialog, die Auseinandersetzung und ja, manchmal auch kontroverse Diskussionen unter Experten, die dann eigentlich damit auch die Entwicklung von innovativen Online-Lernangeboten mitgestalten und mitbestimmen. Ja, damit ist so ein Expert Lab natürlich auch ein Ort, ein Denkort für Konzeption, aber auch ein Ort zum Experimentieren, nämlich durch die Durchführung von Workshops oder eben halt auch ein Ort für den Austausch innerhalb von Netzwerkveranstaltungen. Ja, der KI Campus ist aber nicht nur alleine verortet mit all seinen Mitgliedern, sondern durch Partner und Institute oder Institutionen, die sich dem KI Campus angeschlossen haben, bietet er auch ein ganzes Netzwerk für den, nicht nur für den nationalen, sondern auch für den internationalen Austausch innerhalb von Initiativen und Programmen. Genau. Das KI Expert Lab Hochschullehre ist im Prinzip eines von 3 KI Expert Labs, die es am KI Campus gibt. Das erste KI Expert Lab war das Expert Lab Medizin, das schon vor uns gestartet ist. Dann sind wir als KI Expert Lab Hochschule gestartet Ende letzten Jahres und jetzt in diesem Jahr neu hinzugekommen ist noch das KI Expert Lab Schule. So sind wir ein kleiner Teil von einem Ganzen. Ja, und genau diesen Teil gilt es noch einmal zu differenzieren, nämlich innerhalb dieser 5 Arbeitsgruppen, die sich gebildet haben im KI Expert Lab Hochschullehre.
Ja, wie kam es eigentlich dazu? Ja, ursprünglich im Frühling 2020 begann die Arbeit an dem White Paper für KI in der Hochschulbildung, das dann auf der Online-Tagung im November 2020 veröffentlicht wurde. Und damit wurde eigentlich auch der Grundstein bzw. der Startschuss für das KI Expert Lab gelegt bzw. der Startschuss gegeben. Und und wir haben uns dann auf die Suche gemacht, eben nach Experten für unsere Expert Lab über ein Call for Participation, in dem jeder, der heute Teil des Expert Labs ist, sich im Prinzip beworben hat für die Teilnahme am Expert Lab. Das heißt also, jeder hat einen Lebenslauf eingereicht, hat noch einmal auch ein Motivationsschreiben beigefügt, in dem er hervorgehoben hat, was denn die Ziele sind und warum er sich auch wirklich als KI-Experte verorten möchte und sich beteiligen möchte. Weil das darf man vielleicht auch nicht vergessen beim KI-Expert Lab. Das hier ist kein bezahltes Projekt, an dem man teilnimmt oder für die die Stellenausschreibung auch vorgesehen ist, sondern hier wird freiwillig gearbeitet, freiwillig genetzwerkt und alle Artefakte, die hier entstehen, gehen weit über die normale Tätigkeit eines wissenschaftlichen Mitarbeiters eigentlich hinaus. Das heißt also, hier ist das Engagement komplett freiwillig und wirklich dem Ideal der Wissenschaft und dem Brennen für KI geschuldet. Ja, seitdem haben wir es geschafft, diese 5 Arbeitsgruppen ins Leben zu rufen. Und wir haben verschiedene Treffen in verschiedenen Konstellationen. Das heißt also, 2-mal im Jahr treffen wir uns in der Gesamtgruppe. Und dann treffen sich die einzelnen Arbeitsgruppen noch regelmäßig in den einzelnen AGs. Kommen wir zur ersten Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Ethik befasst. Ja, ursprünglich hieß diese Arbeitsgruppe eigentlich Standards und Rahmenbedingungen in der Ausschreibung, aber den Beteiligten war ziemlich schnell klar, nein, wir möchten uns wirklich mit dem Aspekt Ethik und KI auseinandersetzen und uns mit diesem befassen. Und dann war auch ziemlich schnell eigentlich die Vision da. Es gab zum einen dieses Verständnis davon, dass wir hier mit KI eine disruptive Technologie erhalten, die jetzt verstärkt an die Hochschulen kommt. Das wird nicht nur zuletzt durch die neuen BMBF-Projekte aus der Förderlinie KI in der Hochschullehre noch weiter verstärkt werden, sondern also in kleinen Mikroprojekten hat ja KI schon an vielen Hochschulen Einzug gehalten. Und der nächste Schritt wird eben sein, oder die Vision wird eben sein, dass sich das verstärkt an den Hochschulen in verschiedenen Bereichen und Anwendungsszenarien durchsetzen wird. Ja, dabei war es uns in unserem Team vor allen Dingen wichtig, Ethikleitlinien zu erarbeiten und so einen Leitfaden zur Unterstützung von den Rahmenbedingungen an Hochschulen zu generieren. Ja, jetzt kann man sagen, okay, Leitfäden für Ethik und so, davon gibt es schon recht viele. Ja, das stimmt. Wir hatten aber so wirklich die Vision oder die Motivation, ein Diskurs auch im ethischen Sinne zu veranschaulichen, zu modellieren und wirklich auch die Möglichkeiten und Grenzen zu KI an Hochschulen in den unterschiedlichen Bereichen zu diskutieren. Das heißt, wir schauen nicht nur auf KI in der Forschung, sondern auch in der Lehre, im Kontext einer gesamten Hochschule. Wir versuchen Praxisbeispiele für mögliche Anwendungen und Ansätze wirklich auch zu reflektieren und sie zu diskutieren in der Gruppe. Und so im Prinzip auch Hilfestellung für verschiedene Stakeholder an Hochschulen zu geben, eben nicht nur für die Forschenden oder die, die an Entwicklung beteiligt sind. Ja, der große Fokus, ich gehe jetzt nicht auf jeden Punkt ein, sind im Prinzip die Ethik-Leitlinien. Ich habe hier jetzt einfach mal die der Datenethikkommission zusammengestellt. Das sind so die Hauptbereiche, mit denen sich Ethik und ethische Prinzipien befassen. Diese können aber auch noch ein bisschen ergänzt werden, aber das ist so die grobe Orientierung, wo wir in unserem Leitfaden unseren Fokus hinlegen. Ja, die Zielsetzung für diesen Leitfaden war es eigentlich im ersten Schritt zu identifizieren, welche Änderungen kommen eigentlich auf das System Hochschule als solches zu? Welche Veränderungen kommen hier zum Tragen? Und wie kann man wirklich auch verantwortlich mit dieser Technologie umgehen? Und so diese neue Möglichkeiten aufgreifen und in einem sicheren Rahmen umsetzen. Also es gibt genug Beispiele, die uns wirklich Kopfschmerzen bereiten, die wir eben halt
vielleicht auch einmal diskutieren und reflektieren müssen oder eben halt auch abstimmen müssen, okay, wo bewegt man sich in einem ethisch verantwortlichen Bereich und wie kann man diese ethische Verantwortung auch in einer Hochschule verankern. Ja, dazu gehört es auch, zunächst einmal Aufklärung zu betreiben zu KI, zu Definitionen, zu Anwendungen, zu Methoden der KI, die eingesetzt werden an Hochschulen, aber auch direkte Hilfestellungen zu geben, um eine vertrauenswürdige KI an Hochschulen zu verorten. Ja, gleichermaßen haben wir aber auch Professoren der Philosophie und Ethik dabei, die natürlich auch den Anspruch haben, ja, wir möchten auch eine ethische Vertiefung haben. Und dann wiederum ist unsere heterogene Gruppe so zusammengesetzt, dass wir auch Personen wie Frau Lucht haben, die halt aus Zentralbereichen kommt und die sagt, ja, aber eigentlich habe ich von KI, von Ethik ja gar keine Ahnung, aber sie hilft uns vor allen Dingen dabei, diesen Transfer zu schaffen für pragmatische Anleitungen und Modelle, um Ethik wirklich auch in alle Bereiche der Hochschule übertragen zu können. Ja, wie gehen wir dabei vor? Zunächst hat jeder ja für sich auch in seinem Tätigkeitsbereich schon ein wenig Literaturrecherche mitgebracht. Wir haben uns ausgetauscht in zwei virtuellen Treffen, wo es dann wirklich in die Diskussion und in die Perspektiven der einzelnen Mitglieder der Arbeitsgruppe gehen. Aber eigentlich schreiben wir schön asynchron an einem Dokument, so ganz klassischerweise, wie man das im wissenschaftlichen Schreiben so macht und in Corona-Zeiten erst recht. Genau, und haben hier zuerst mal einen Grundlagenteil für die ethischen Grundlagen verfasst. Wir sind dabei, Definitionen und Begriffsverständnis zu klären und erläutern, haben auch schon verschiedene Frameworks oder Leitfäden zusammengetragen, die wir dann erläutern. Ja, als kleines Zwischenergebnis habe ich jetzt mal so versucht, diese erste Gliederung, die wir haben, kurz einmal so ein bisschen abzubilden. Es geht also um diesen Ethikleitfaden für KI in der Hochschullehre. Frau Prechel war so nett und hat uns den ersten wirklich guten Aufschlag für so eine Gliederung geliefert. Wir haben die dann noch etwas erweitert und haben so eigentlich drei große Teile in unserer Gliederung. Einmal die Grundlagen, den Grundlagenteil, dann eine Konkretisierung für Forschung und Lehre und dann in einem dritten Teil gehen wir dann wirklich in diese pragmatische Übersetzung, nämlich in Beispiele und Anwendungsbereiche, die wir dann versuchen, durch Personas zu veranschaulichen und damit auch Perspektivwechsel zu ermöglichen. Ja, Personas werden Ihnen im Laufe der nächsten Arbeitsgruppen noch öfters über den Weg laufen. Das heißt, das ist auch so ein kleines Qualitätsmerkmal des KI Expert Labs, nämlich dass wir quer vernetzt sind in diesen großen Treffen und uns dadurch natürlich auch gegenseitig Informationen und Arbeitsschritte zuarbeiten. Das heißt also, Beispiele und Anwendungsbereiche entnehmen wir für den Leitfaden zum Beispiel wiederum aus anderen Bereichen, genauso wie die Personas, die wiederum in anderen Bereichen entwickelt werden. Und tauschen uns darüber aus. Ja, dementsprechend sind auch die nächsten Schritte bei uns fortzufahren mit dieser ethischen Vertiefung. Das machen wir in einzelnen Vertiefungskapiteln. Das heißt, es wird eine Kapitelebene geben, wo wirklich nur die Experten angesprochen werden. Wer natürlich als Laie versucht, sich darin zu vertiefen, der ist herzlich eingeladen. Aber im Prinzip muss er das nicht, um diesen Leitfaden zu verstehen. Wir identifizieren Beispiele eben halt auch aus den anderen Arbeitsgruppen und greifen diese auf. Die Entwicklung von Personas ist in anderen Arbeitsgruppen schon weiter fortgeschritten. Auch da wird ein Übertrag stattfinden und wir werden dort die Synergien nutzen, die wir in dem Expert Lab hier vorfinden. Und damit kommen wir dann am Ende hoffentlich zu einer wirklich anschaulichen Ausarbeitung von Anwendungsszenarien mit ethischer Auseinandersetzung. Ja, für die wir dann eigentlich, so einfach gesagt, schwerer getan, einen Termin irgendwann für die Veröffentlichung finden wollen, die aber noch überhaupt nicht konkret ist, weil wir eben halt auch gerade erst seit 6 Monaten daran arbeiten. Genau. Ja, wie schon eben angekündigt, habe ich auch die Ehre, die Arbeitsgruppe KI und wissenschaftliches Arbeiten unter der Leitung von Professor Dr. Doris Wessels von der TH Kiel vorzustellen. Dafür möchte ich dann gleich noch in der Fragerunde für
Fragen dann an Frau Wessels direkt verweisen, die bestimmt auch dann nochmal korrigiert, falls ich mich jetzt hier irgendwo vertun sollte und etwas nicht ganz korrekt darstellen sollte. Darf ich an der Stelle, Frau Karoli, eine kleine Korrektur anfügen? Also ich komme von der Fachhochschule in Kiel, also FH Kiel. Ne? Wir haben zwar Technikbereiche, aber wir sind nicht nur technische Hochschule. Danke. Genau, also die Motivation aus dem Team von Frau Wessels liegt im Prinzip darin, die Schreibkompetenzförderung weiter zu erforschen. Und dazu nutzt sie KI-Tools und Techniken, die sie in diesem Bereich einsetzt und von denen sie schätzt, dass sie natürlich verstärkt in den Hochschulen ankommen und erforscht die Wirksamkeit beziehungsweise auch die Nutzung dieser mit verschiedenen Stakeholdern. Ja, damit reflektiert sie vor allen Dingen die Möglichkeiten für den Einsatz oder vom Einsatz von KI für die gute wissenschaftliche Praxis und erprobt dieses auch in Schreibwerkstätten und praktischen Anwendungen. Ja, der Fokus liegt also auf dem KI-gestützten Schreiben, im wissenschaftlichen Schreiben. Ja, und wie ich gerade schon angedeutet habe, betrachtet sie vor allen Dingen die Rollen der Lehrenden, Studierenden und Forschenden aus der Praxisperspektive. Und wie sie das macht, das werde ich gleich noch ein bisschen weiter erläutern an den Beispielen. Aber zunächst ist es für sie wichtig zu identifizieren, welche Änderungen am System Hochschule eigentlich erforderlich sind, um mit diesen neuen Möglichkeiten wirksam und verantwortlich auch umzugehen. Denn diese Änderungen betreffen ja nicht nur die Studierenden, die auf einmal neue Möglichkeiten vielleicht auch für das wissenschaftliche Schreiben haben, sondern eben halt auch uns Lehrende, die sich darauf einstellen müssen, dass Studierende im wissenschaftlichen Schreiben ganz neue Hilfestellungen erhalten durch KI, dass sie nutzen können. Oder eben halt auch umgekehrt, nämlich dass Lehrende Studierenden etwas Neues zur Verfügung stellen können. Ja, sie macht das ganz spannend, wie ich finde. Sie nutzt Selbsttests, Workshops und Experimente mit ihren Studierenden und den Lehrenden und hat bei unserem letzten Treffen berichtet, wie sie Studierenden wirklich eine Aufgabe gibt mit der Rahmenbedingung, diesen Text, den sie oder diese Aufgabe, die sie erledigen sollen, diesen wissenschaftlichen Text, den sie formulieren sollen, wirklich möglichst wenig selbst zu schreiben. Das heißt, also die Aufgabe ist es, mache möglichst wenig selbst, mache dir möglichst viel KI zunutze, um deinen wissenschaftlichen Text zu erstellen. Und das finde ich einen ganz mutigen und spannenden Ansatz, um dieses Feld zu erforschen und kennenzulernen. Ja, das Ganze hält sie dann in Publikationen und Vorträgen fest. Und da haben wir dann auch schon die Zwischenergebnisse ein bisschen. Also sie führt verschiedene Schreibwerkstätten durch oder gibt halt eben Aufgaben an Studierenden im Rahmen von solchen Veranstaltungen des Academic Writing. Und bietet dementsprechend auch verschiedene Kurse an, die sie dann wiederum auch evaluiert und dokumentiert und auf dessen Grundlage sie dann ja zum Beispiel auch wiederum Positionspapiere verfasst. Ja, in der Marker-Session KI-Schreibwerkstatt, Academic Writing, Zeitalter künstlicher Intelligenzen, hat sie im Markerspace des Hochschulforums Digitalisierung ihre Spuren hinterlassen und hat auch ihre Erfahrungen in Interviews, wie zum Beispiel zum Thema, wenn der Computer Aufsätze schreibt, auch online abrufbar festgehalten. Ja, im Impulsvortrag zum Thema Mensch und Maschine als Autorenteam im Zeitalter künstlicher Intelligenz hat sie dann auch am Faculty Day der CBS International Business School am 18. Juni zuletzt einen kleinen Online-Vortrag gehalten. Ja, in den nächsten Schritten geht es ihr vor allen Dingen darum, ein zweidimensionales Rollen- und Verantwortlichkeitsmodell mit Personas, hier sind sie wieder, unter dem Titel Who is Responsible for the Integrity of the in the Age of Artificial Intelligence zu entwickeln. Und
ja, hat auch noch einige Veröffentlichungen in Planung, beziehungsweise arbeitet fleißig daran, eben halt zum Beispiel KI-gestütztes Schreiben in der Wissenschaft verbreiten oder fördern zu diskutieren. Das tut sie zusammen mit Peter Salden im Dutz-Magazin für Wissenschaft und Management, was dann in der nächsten Ausgabe erscheinen wird, dieser Artikel. Und im JOSH, also im Journal für Schreibwissenschaft, ist sie dann mit einer Befragung vertreten von Schreibzentren, was dann im Oktober geplant ist. Genau. Und damit übergebe ich an Silke Wrede, die Ihnen die letzten Gruppen noch vorstellen wird. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dann fange ich einmal an. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen erstmal. Wie schon gesagt, mein Name ist Silke Wrede und ich freue mich jetzt darauf. Und zwar in Vertretung für Herrn Göllner einmal die Arbeitsgruppe KI-Curriculum vorzustellen. Ich habe gerade noch niemanden gesehen von den anderen Teilnehmenden hier, aber es sind auch recht viele da. Und wenn doch jemand aus der Gruppe da sein sollte, würde ich mich freuen, wenn die sich auf jeden Fall hinterher auch noch mit einbringen. Gut, die Motivation bzw. der Anlass der Gruppe besteht darin, dass das Thema KI allgegenwärtig ist und es ist zu erwarten, dass es auch in den nächsten Jahren in nahezu allen Fachbereichen und Studienfächern relevant wird. Dabei überschneiden sich Zielsetzungen der Lehre. Allerdings gibt es aber auch signifikante Unterscheidungen zwischen Fach- und Anwendungsbereichen. Es bestehen Unsicherheiten darüber, welche Inhalte mit welchen externen Ressourcen dabei einbezogen werden sollen. Viele Aufgaben lassen sich von KI-Algorithmen schneller und effizienter lösen, sodass die Anwendungen von entsprechenden Methoden dazu führen kann, dass Studierende sich in Zukunft auf andere Aufgaben fokussieren können. Der Fokus der Gruppe liegt zum einen auf einzelnen Anwendungen bzw. Fachrichtungen, da sich beispielsweise KI-Anwendungen für die Medizin sehr stark von Methoden für Germanistinnen und Germanisten unterscheiden können. Zum anderen muss man differenzieren zwischen Studierenden, die KI-Methoden selbst entwickeln, also beziehungsweise aktiv anwenden möchten. Und das heißt, sie brauchen sowohl die nötigen mathematischen Grundlagen als auch ausreichende Programmierkenntnisse. Und einmal denen Studierenden, die sie entweder als fertiges Tool benutzen, also ohne entsprechende Informatikdetails zu verstehen, oder eher auf einer Metaebene behandeln, wie zum Beispiel in der Philosophie. Die Vorgehensweise der Gruppe ist hier einmal kurz skizziert. Es findet ein Austausch zwischen Lehrenden, die KI-Kurse unterrichten, statt, der geleitet ist durch die Beschreibung der Vorgehensweise sowie der Identifikation von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Und festgehalten und schematisiert werden die Lerneinheiten dann in einem gemeinsamen Dokument. Also die Ziele liegen zum einen in der Entwicklung einheitlicher Curricula für die Lehre an deutschen Hochschulen. Die Inhalte sollen dann auch sowohl auf bestimmte Anwendungs- und Zielgruppen, also wie Medizinerinnen, Mediziner, Sprachwissenschaftlerinnen, Sprachwissenschaftler etc., als auch auf deren Vorkenntnisse und den Verwendungszweck der KI-Kenntnisse zugeschnitten sein. Das heißt zum Beispiel, es gibt diese Unterscheidung zwischen Methoden entwickeln gegenüber Anwenden ohne ein tieferes Verständnis oder auch die Nutzung auf der Metaebene. Darüber hinaus sollen Inhalte definiert und mit einem Tool, also ein Open-Source-Tool, zur Curriculumserstellung und beispielsweise zur Ermittlung von Zeitaufwand pro Lehreinheit entwickelt werden. Und diese Zwischenergebnisse, da handelt es sich einmal um eine öffentliche zugängliche Tabelle, die als Arbeitsgrundlage dient
Und da soll so das Mapping von Lernzielen und Ressourcen stattfinden. Und dann soll es dort auch einen Austausch zwischen den Lehrenden geben. Und da ist auch einmal der Mattermost-Kanal dafür angegeben, um sich dort auszutauschen. Hier ist der Link. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man den auch gleich noch einmal in den Chat stellen. Heike, das wäre super. Danke. Ja, super. Dann für die nächsten Schritte. Also es geht einmal darum, den Prozess noch weiter auszuweiten, auf weitere Institutionen und noch weitere Lehrende mit einzubeziehen. Und natürlich geht es auch darum, die fachbereichsbezogenen Definitionen von Lernzielen zu erweitern. Und dann gibt es da einen Zeitpunkt im zweiten Quartal 2022, in dem dann eine Veröffentlichung eines modular strukturierten Standardcurriculums geplant ist, auf das wir natürlich sehr gespannt sind. Genau. Das war es auch schon für die Arbeitsgruppe. Ich freue mich, dass ich das vorstellen durfte und hoffe, dass, wenn dort Fragen sind, wir die auf jeden Fall mit aufgreifen können und sie dann weitergeben können. Jetzt wenden wir uns der nächsten Arbeitsgruppe zu mit dem Namen KI-Projekte. Und die setzt sich zusammen aus Dr. Sebastian Trump, Paul Nordholt und meiner Person. Und wir... Unsere Grundmotivation für die Gruppe besteht darin, dass es unserem Anschein nach eine große Anzahl an Projekten gibt, also an KI-Projekten gibt, die anwendbare KI-Systeme bereits entwickeln oder anwenden. Aber wenn man versucht, genaueres über die Projekte zu erfahren, kommt man schnell an Grenzen. Im Idealfall findet man dann beispielsweise eine Veröffentlichung zu einem Projekt. Damit bleiben aber als interessierte Person wesentliche Aspekte zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Lehre und damit auch eventuell konkrete Anwendungsbeispiele für Lehren und Lernen verborgen. Und hieraus haben wir uns dann an das Ziel gesetzt, eine Systematisierung für bestehende KI-Einsatzszenarien in der Hochschullehre zu entwickeln, die uns Aufschluss darüber gibt, wie, unter welchen Bedingungen, mit welchen Zielen, mit welchen KI-Methoden der Einsatz der Anwendungen stattfindet. Da ist eine Möglichkeit, die wir gesehen haben, so um das zu erreichen, sind dann diese didaktischen Entwurfsmuster, die ich gleich nochmal näher vorstellen werde. Erstmal möchte ich nochmal kurz zu unserer Vision kommen, und zwar geht es darum, KI-Einsatzszenarien in einer Art Landkarte zu visualisieren, in der zwischen einer allgemeinen Projektansicht und einer Entwurfsmusteransicht zu wechseln. Dabei kann zum Beispiel ein Projekt auch mehrere Entwurfsmuster haben und bedienen. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind denn diese Entwurfsmuster? Also eigentlich kommen diese Entwurfsmuster aus dem Design. Deshalb begegnet einem auch häufig dieser Begriff dieser Design-Patterns. Und Einzug in die Pädagogik erhielten die Pattern bereits in den 1980er Jahren über Musterbeschreibungen für die pädagogische Alltagswelt. Und ab 2005 findet man dann gleich mehrere Beispiele, wie zum Beispiel diese E-Learning-Pattern. Hieraus habe ich Ihnen auch das vorliegende Kategoriensystem mitgebracht. Und man erkennt hieran, dass diese Entwurfsmuster einen Analyserahmen bieten, der also nicht nur die Form, sondern auch den Einsatzkontext, das Problemfeld, die Umsetzung oder auch wie hier Vorteile, Nachteile genau beschreiben kann. Für die Entwicklung eines didaktischen Entwurfsmusters müssen wir zunächst also Kategorien generieren, die uns einen präzisen Einblick in die einzelnen Anwendungen geben können. Hierfür gehen wir sowohl induktiv als auch deduktiv vor. Das bedeutet, wir machen, wenn man es jetzt für die induktive Weise betrachtet, wir gucken uns genau ein Projekt an und entwickeln von dem aus die Kategorien, die in unseren Augen oder jetzt erstmal, ne, die alle Aspekte des Projektes abdecken und auch beschreiben. Gleichzeitig versuchen wir auf deduktiven Wege bestehende Systematisierungen zu betrachten,
wie eben diese E-Learning-Pattern, aber auch ganz bezogen zum Beispiel, also KI-spezifische Kategorien, wie zum Beispiel das Klassifikationsschema, was Professor Pinkwart hier auch im Rahmen der KI-Lectures am 30. Juni vorgestellt hat, wo es nochmal genau darum geht, was, wie man Anwendungsszenarien beschreiben kann, die auf KI aufbauen. Kommen wir also zu den nächsten Schritten. Nach Abschluss des Prozesses der Kategorienbildung bitten wir zunächst um die Testung im Rahmen des KI-Expert Labs, bevor wir dann an die Ermittlung von KI-Projekten und Anwendungsszenarien kommen. Das soll mithilfe eines Online-Surveys stattfinden. Und da wir von einem interdisziplinären zusammengesetzten Projekten ausgehen, soll die Möglichkeit bestehen, die Befragung auch an die anderen Projektpartner weiterreichen zu können. Und abschließend ist dann sowohl die Präsentation der Landkarte mit der Projekt- und der Entwurfsmusteransicht geplant, aber auch die Vorstellung einzelner Projekte angedacht. Genau. So, damit schließt eigentlich im Grunde die Beschreibung der Arbeitsgruppe. Und wir kommen zur nächsten Gruppe. Und zwar nennt sich die KI Playground. Wir sind ja immer noch dabei zu überlegen, also grundsätzlich waren die letzten beiden Gruppen, kommen so ein bisschen aus dem Bereich mit KI lernen. Und da möchte ich ganz gerne nochmal darauf eingehen, dass wir uns zusammensetzen. Vor allem aus der Gruppe, da geht es um den Steven Bayer, Christine Schulmann, Carsten Lensing, Christine Schulmann, meiner Person. Und darüber hinaus haben wir auch noch Beraterinnen und Berater, die uns so zur Seite stehen. Da ist einmal Frau Professor de Witt zu nennen, die auch, wie vorhin schon erwähnt, als Mitinitiatorin so des KI-Expert-Labs so ein bisschen fungiert. Und auf der anderen Seite einmal Professor Dr. Schmohl und auch Professor Wollersheim. Den habe ich auf jeden Fall vorhin auch schon gesehen. Der ist heute mit dabei. Freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. So, was ist hier die Motivation? Es gibt so aus den Forschungsprojekten heraus sehr, sehr viele KI-Anwendungen, die jedoch nicht einfach so übertragbar sind. Und gleichzeitig gibt es aus unserer Beobachtung heraus auch eine Vielzahl an Lehrenden, die Interesse an dem Themenfeld haben. Und wir sehen irgendwie so diese Notwendigkeit einer frühzeitigen, jetzt wo auch diese KI-Anwendungen auftauchen, so eine frühzeitige theoretische und praktische Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz in der Lehre. Und dafür haben wir uns dann gedacht, dass wir einen Ort schaffen für Lehrende, an dem es möglich ist, wie in einem geschützten Übungsraum Erfahrungen mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz zu machen. Beispielsweise mit Tools, die mit Methoden des maschinellen Lernens arbeiten oder darauf aufgebaut sind. Hier sollte darüber hinaus die Möglichkeit gegeben sein, mit anderen Lehrenden in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Unsere erste Vorstellung dazu war, diese Angebote auf dem Playground für verschiedene Fachdisziplinen anzubieten. Diese Vorstellung hat uns in den kommenden Treffen vor große Herausforderungen gestellt, da unsere Kleingruppe sich bereits aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammensetzt. Also wir kommen aus den Pflegewissenschaften, Technikdidaktik, Mathematikdidaktik und Bildungswissenschaft. Da wurde einfach ziemlich schnell klar, dass die Adressierung verschiedener Fächer auf jeden Fall eine Herausforderung wird. Umso mehr wir uns damit beschäftigten, wurde uns deutlich, dass auch mit KI-Lernen, mit dem über KI-Lernen schnell verschmilzt. Da zum Beispiel auf dem Playground Lern- und Experimentierangebote gemacht werden sollen, die notwendigerweise auch Wissen über KI vermitteln. Deswegen haben wir uns zum Beispiel in einem ersten Schritt für ein Beispiel-Tool entschieden, was wir einfach ausgewählt haben, für das wir jetzt uns vorgenommen haben, ein Angebot zu gestalten. So, im zweiten Schritt zur Bedienung der unterschiedlichen Fachbereiche und damit auch eine Annäherung an eine Zielgruppe zu gewährleisten, haben wir mit sozusagen Proto-Personae gestartet. Warum Proto? Ja, da es noch keine empirisch gesicherten Personas sind, sondern vielmehr beruhen diese auf unseren auf unseren Überlegungen aus dem Feld heraus.
Hier sehen Sie mal einen Ausschnitt aus unserem Template für unsere Persona. Das ist so, also eine Persona grundsätzlich erstmal ist so eine Personifizierung bzw. so ein Prototyp einer Zielgruppe und werden deshalb, wie es hier auch so zu erkennen ist, mit konkreten Merkmalen wie Name, Foto, Wohnort oder auch also dargestellt. Und die Persona hat auch Erwartungen, Werte, Wünsche und Ziele. Aber sie repräsentiert dabei nicht den Durchschnitt einer Zielgruppe, sondern eher, es sind eher Personen, die Muster im Nutzungsverhalten erkennen lassen. Deshalb werden auch häufig mehrere Vertreter einer Zielgruppe entwickelt. Und dann gibt es hier noch so ein weiteres Vorgehen. Und zwar haben dann die Kollegen Steven Bayer und der Herr Carsten Lensing so ein Mock-up entwickelt. Und so eine Art Vorführmodell, und in dem man halt so eine erste Idee skizzieren kann. Und Sie sehen hier die Unterscheidung zwischen Angeboten für diese Unterscheidung in KI-Novizen, Novizinnen, KI-Erfahrene und KI-Experten und Expertinnen. Und uns ist durchaus bewusst, dass hierbei noch verschiedene Aspekte zu klären sind. Gerade diese Unterscheidung der Kompetenzanforderungen ist im Hinblick auf die verschiedenen Fachdisziplinen interessant, da ja je nach Fachdisziplin andere Grundlagen in die einzelnen Raster fallen. Das haben wir auch vorhin in der Gruppe KI-Curricula gesehen. Also unser Fokus ist auf jeden Fall in der Ausgestaltung dieser Angebote darauf ausgerichtet, eine Vorentlastung zu leisten, also das heißt, eine Einführung in das Tool zu geben, vielleicht auch Grundlagenangebote des KI-Campus noch einzuschließen und zusätzliches Wissen einfach noch mitzuliefern. Und gleichzeitig auch dieses Experimentieren zu fördern, also dass man das Tool ausprobieren kann in diesem geschützten Übungsraum. Und da vielleicht auch qualifizierten Support und erhält und vielleicht auch eine Selbstevaluation, um sich selber einzuschätzen, dort zu bekommen. Die nächsten Schritte. Also, wir wollen auf jeden Fall unser Vorhaben weiter konkretisieren. Und bei dem nutzen wir auch ganz gerne und sind da auf jeden Fall im engen Austausch mit Herrn Göllner zu den Synergien mit dem KI Campus. Und darüber hinaus hatten wir auch schon zum Start unserer Arbeit mit der Auswahl von didaktischen Kriterien gestartet. Das war zu Beginn jedoch noch zu früh, da wir noch gar nicht wussten, wie das Angebot aussehen soll. Und für die weitere Ausreifung werden wir uns nun um diese Ausgestaltung dieser Kriterien kümmern. Erste Schritte haben wir ja schon gemacht mit dieser Annäherung an die Zielgruppe, ist zum Beispiel mit diesen Personen gestartet. Aber hier gibt es einfach noch sehr viel Raum zur weiteren Gestaltung. Ja, hier endet im Grunde die Vorstellung der einzelnen Gruppen. Und wir würden jetzt zur Diskussion übergehen. Wir sind uns bewusst, dass bei so unterschiedlichen Ideen bestimmt eine Menge an Fragen aufkommen, die Sie gerne im Chat stellen können und die wir auch wirklich gerne mit in die Diskussion, in die Arbeitsgruppen hinterher aufnehmen, falls wir nicht alle bearbeiten können. Uns geht es nochmal so ein bisschen für die Diskussion vielleicht auch um die Zusammenarbeit und die Organisationsstruktur. Wir haben ja dieses Expert Lab, was sich wirklich aus diesen drei Themenbereichen mit 5 Arbeitsgruppen zusammensetzen. Wir haben diese Netzwerktreffen, wir versuchen den Austausch in der Gruppe auch und untereinander zu halten und auch die Synergien daraus zu nutzen. Wir sind dabei, dass wirklich komplett, dass die Arbeitsgruppen das selber unter sich organisieren. Und wie vorhin Frau Karoli schon mal dargestellt hat, mit Online-Treffen und asynchronen Arbeitsformen, das zu unterstützen. Und in dieser Diskussion finde ich es auch besonders interessant, dass wir ja in diesem dynamischen Forschungsfeld, was einfach KI in der Lehre gerade auch so mit sich bringt oder sich so zeigt, wie stark da so diese interdisziplinäre Zusammenarbeit auch, also wie spannend das ist, in dieser lebendigen Community dieses Forschungszusammenschlusses und unserer eigenen Arbeiten und da so auch häufig unsere Visionen manchmal auch an unsere Ressourcen stoßen, weil, wie gesagt, es ist freiwillig, wir versuchen, das weiter voranzutreiben und
Ja, da würden wir uns gerne noch weiter darüber austauschen und nehmen gerne Hinweise oder Fragen dazu entgegen.